Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Sonntagsvideo. Ich begrüße euch zum ersten Mal auf diesem Kanal, bedanke mich, dass ihr dieses Video einschaltet und ich werde heute mal wieder ein etwas brisanteres Thema bearbeiten. Und zwar geht es im Moment um die Wirtschaftssituation, die wir in Deutschland haben, beziehungsweise die ganzen Geschichten, die so parallel laufen. Also wenn man jetzt hier bei Google von insolvenzbedrohte Firmen Anzahl eingibt, kriegt man nicht wirklich viele Informationen, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Ich muss da schon so ein bisschen Kaffeesatzleserei machen. Jetzt haben wir hier mehrere Artikel oben, die werde ich euch natürlich auch unter der Videobeschreibung verlinken, dass ihr das alles auch selber nachlesen könnt. Dieser Artikel hier ist vom 13.11., also von letztem Monat. Zahl der Insolvenzen fällt um 35%. Immer weniger Firmen und Verbraucher zeigen an, dass sie pleite sind. Jetzt kommt aber die Krux an der ganzen Geschichte. Die insgesamt von Gläubigern geforderte Summe hat sich allerdings auf mehr als 17 Milliarden Euro verzehnfacht. Der Grund ist offenbar ein Skandalkonzern. So, also wir haben jetzt hier diese Statistik bis September. Beziehungsweise hier war noch die Rede von März bis Ende September war die Insolvenzantragspflicht ja ausgesetzt. Das wird jetzt hier in dem Artikel nochmal erwähnt und ein bisschen beobachtet. Auf jeden Fall haben wir hier, so wie wir jetzt hier sehen, laut Statistischem Bundesamt und so weiter, liegen die Forderungen jetzt bei 17,4 Milliarden und im August 2019 lag sie bei 1,6 Milliarden. Also wir haben hier über eine Verzehnfachung, wie es schon dargestellt worden ist. Und wir haben im Grunde genommen elffach höher als der Wert vor einem Jahr. Das ist schon bedrohlich. Hier haben wir dann den nächsten Punkt, ein Artikel vom 26.10. Der Corona-Lockdown versetzt die deutsche Wirtschaft in Angst und Schrecken. Aber auch die neuerliche Unterbrechung der Wirtschaftstätigkeit dürften die Folgen der Pandemie bald zu spüren sein. Das ist das, was auch viele mittlerweile sagen, dass also diese ganzen Geschichten sich noch verschleppen. Dadurch, dass zum Beispiel Lieferengpässe erst mit Verzögerung unter Umständen eintreffen. Ich sag mal, man muss bedenken, so ein Schiff ist durchaus mal 2 bis 4 Monate auf See unterwegs. Und dadurch verzögern sich natürlich die wegfallenden Lieferungen. Also das heißt, die Sachen, die jetzt als Rohstoffe oder als Produkte aus Asien zum Beispiel importiert werden, die kommen ja, die Schiffe, die nicht kommen, kommen ja erst später an, als sie da nicht losgeschickt worden sind. Ist jetzt ein bisschen kompliziert im ersten Moment wahrscheinlich zu verstehen, was ich meine, aber wie gesagt, dadurch wird es zu Verzögerungen kommen, dass die Betriebe weniger zum Verarbeiten haben oder dass die Produkte generell später ankommen. Das macht sich ja nicht direkt bemerkbar, die Ausfälle, die da eventuell noch stattfinden. Hier haben wir auch einen Artikel vom 29.10. Jeder Gastronomiebetrieb ist laut der Auskunftei Griff Bürgel insolvenzgefährdet. Am höchsten ist das Risiko in Sachsen-Anhalt, wo wird er jetzt Klagen gegen die neuen Corona-Einschränkungen prüfen. Das ist ein Punkt, den ich so bestätigen kann. Wenn ich mir hier unsere Restaurants, Bars und Kneipen und so weiter angucke, die sind leer. Und die kriegen auch nicht den, selbst durch diesen Lieferservice oder Abholservice, den sie anbieten, bekommen sie nicht das rein, was an Verlusten, ja, also die Verluste sind exorbitant hoch. Das muss man so leider ganz klipp und klar sagen. Dann haben wir hier einen Artikel der Welt, der ist vom 15.11. Das Pleitenparadox versteuert den stillen Abschied kleiner Unternehmen. Auch das kann man beobachten. Wenn ich hier in der näheren Umgebung durch die Fußgängerzonen gehe oder auch so belebtere Straßen entlang fahre, sehe ich immer mehr Läden, in denen ja, Schilder zu vermieten hängen, wo die Läden auf einmal leer sind. Teilweise Geschäfte, die wirklich vor der Krise noch sehr gut gelaufen sind, die ständig Publikumsverkehr hatten, sind mittlerweile an der Pleite angekommen oder haben schon zugemacht, weil sie es nicht mehr finanziert bekommen. Das ist ein Phänomen, was ich zum Beispiel relativ oft im kosmetischen Bereich feststelle, aber auch im Kleinhandel. Jetzt gehe ich mal auf ein weiteres Thema ein. Wir haben, der Artikel ist jetzt von September, das heißt, die Zahl wird wahrscheinlich noch ein bisschen geringer sein mittlerweile. Im September hatten wir 4,6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Hier haben wir jetzt eine Statistik bis Oktober
genau. Hier haben wir Oktober 20, also das heißt, November fehlt noch. Aber selbst hier waren wir bei fast 3,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Jetzt haben wir Folgendes. Wenn wir dann dazu, jetzt sehen wir den Oktober dazu, 6% Arbeitslosigkeit, auch das ist eine höchstwahrscheinlich sehr geschönte Zahl, haben wir so ein paar Sachen, die auffällig sind. Also ich sag mal hier, wir nehmen jetzt mal einfach den November, den können wir vergleichen. Da haben wir 4,8%. Und wenn ich jetzt hier gucke, hier haben wir den November, haben wir 45,19 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Und wenn ich jetzt hier auf den Oktober gehe, da sind wir bei 44,6 Millionen. Also es ist schon ein Rückgang von mehreren hunderttausend Menschen zu beobachten. Und wenn wir jetzt die Zahlen hier, sag ich mal, zugrunde legen, wir haben im Moment im November 5,9%. Wenn die Zahl wird steigen, sobald die Insolvenzanmeldepflicht wiederkommt und die Menschen, die hier in Kurzarbeit sind, das werden höchstwahrscheinlich zum größten Teil Gastronomie, Gewerbe sein und ähnliches, wenn diese Menschen auch in Arbeitslosigkeit geraten, dann haben wir hier 3,3 Millionen Menschen weniger. Und ja, das ist schon ein bisschen erschreckend, wenn man das so sieht. 3,3 Millionen, das sind, ja, kann man ja umrechnen, so knappe 7,5%, 8% in der Ecke, die hier auf einmal wegfallen. Die also weniger an Löhnen erwirtschaften. Dann kommt ja auch hinzu, dass viele Kurzarbeiter, diese 3,3 Millionen, werden ja zum Teil vom Staat auch finanziert. Das heißt, wir haben jetzt schon, dass wir 5,9% Arbeitslosenbezug, Geldbezug haben, plus diese 3,3 Millionen Menschen, die in Kurzarbeit sind und dort eventuell auch noch Hilfen bekommen. Das heißt, wenn wir das jetzt zusammenrechnen, Leute, da schwant mir Böses, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind offizielle Seiten, statistika.de, beziehungsweise statistika.com. Das sind Seiten, die, wie gesagt, die werde ich euch alle unten verlinken. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es in die Kommentare rein. Also ich sehe da eine riesige Pleitewelle auf uns zukommen, gefolgt von einem immensen Einbruch der Arbeitslosenzahlen, beziehungsweise auf Quellen der Arbeitslosenzahlen. Dann wird hinzukommen, dass manche Menschen auch durch Maßnahmen, Nebenjobs oder ähnliches gegebenenfalls gar nicht in diesen Statistiken auftauchen. Wie gesagt, ich finde es wirklich bedenklich. Ich vermute, dass wir wahrscheinlich erstmal diese ganzen Lockdown-Geschichten werden höchstwahrscheinlich weiter durchgezogen werden. Dann wird es höchstwahrscheinlich dahin gehen, dass diese Insolvenzanmeldepflicht weiterhin ausgesetzt werden wird. Höchstwahrscheinlich bis mindestens nach der Bundestagswahl, sofern diese denn stattfindet. Und dann können wir damit rechnen, dass wahrscheinlich im letzten Quartal 2021 bis ins zweite Quartal, dritte Quartal 2022, Entschuldigung, dass es in diesem Zeitspanne höchstwahrscheinlich zu einem richtigen Einbruch kommen wird. Wir müssen ja auch die Folgen der ganzen Geschichten mit auf dem Schirm haben. Das fängt ja nicht nur an, dass die Leute vom Staat Geld bekommen, das heißt, unsere Sozialkassen noch weiter geschröpft werden. Es geht ja auch da, das kommt ja noch dazu, viele dieser Menschen werden einen Großteil ihres Einkommens verlieren. Die meisten oder viele, die ich bei mir im Umfeld kenne, die haben schon dann Probleme gehabt, wenn sie in Kurzarbeit gefallen sind. Die konnten nicht mehr alle Rechnungen bezahlen, die konnten nicht mehr ihren Lebensstandard halten, weil die teilweise so knapp kalkuliert haben, dass bereits 1% Einkommensminderung dazu führt, dass Posten offen bleiben oder sie so weit verzichten müssen, dass ja, wie soll ich das jetzt sagen? Dass sie sich halt entweder in der Lebensqualität zurückfahren mussten oder anderes. Dann kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, dass gegebenenfalls auch höhere Kosten auf jemanden zukommen. Es ist ja so, wenn die Menschen zu Hause sind, kommen sie auf ganz dumme Ideen. Die könnten sein, dass man zum Beispiel anfängt, mehr zu essen, mehr zu kochen oder mehr Fertigprodukte konsumiert oder halt aus irgendeinem Grund dahingehend dazu verleitet wird, mehr Geld auszugeben, als man es normal macht, dann in Verbindung mit dem geringeren Einkommen kann das schon schwierig werden. Deswegen vermute ich, dass wir wahrscheinlich ab Ende nächsten Jahres werden noch schlechtere Zeiten auf uns zukommen, wenn wir es nicht endlich mal schaffen, die ganze Geschichte rumzureißen.
wie gesagt, diese ganze Geschichte, die hier in Deutschland läuft, ist momentan mit klarem Menschenverstand nicht mehr zu erklären. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ob ihr diese Vermutung von mir teilt, dass wir nächstes Jahr einen immensen Anstieg bekommen und einen immensen Abstieg an Lebensqualität kommt. Eine weitere Folge ist natürlich, wenn die Menschen auf einmal nicht mehr genug Geld zur Verfügung haben, dass zum Beispiel Mieten nicht mehr gezahlt werden können. Nach 2 fehlenden Monatsmieten kann der Vermieter fristlos kündigen. Das heißt, wir haben gegebenenfalls auch als Folge der ganzen Geschichte nachher einen Anstieg der Obdach- bzw. wohnungslosen Menschen. Wir haben einen wahrscheinlich Anstieg an leerstehenden Wohnungen. Wir werden wahrscheinlich beobachten können bei den Gerichten, dass die Zwangsvollstreckungen und Zwangsversteigerungen steigen werden, weil es viele Menschen gibt, die in den letzten Jahren mit teilweise exorbitant hohen Krediten sich Wohnungen und Häuser gekauft haben, die sie unter Umständen natürlich dann auch nicht mehr bedienen können, wenn das Einkommen wegfällt. Und die Frage ist immer, wie ist das Ganze kalkuliert? Also, wenn man so spitz kalkuliert, dass man also wirklich mit, sag ich mal, 10% Einkommenseinbußen schon gar nicht mehr überleben kann. Die Leute fallen auf, ich glaube, 67% ist Arbeitslosengeld. Ist jetzt, glaube ich, angehoben worden auf 80 oder was, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fallen denen mindestens 20% des Einkommens weg. Und dann haben die wirklich ein Problem. Und was man auch nochmal hinzusagen muss, gerade bei den Menschen, die zum Beispiel in Bereichen arbeiten, in denen viel Schicht- und Wochenendarbeit stattfindet, die haben ein relativ hohes Nettoeinkommen, wenn sie auf ihren Lohnzettel gucken. Da ist aber auch noch eine Krux an der ganzen Geschichte, dass nämlich diese Zulagen, die gezahlt werden, die werden nicht in die Berechnung des Arbeitslosengeldes mit eingenommen. Da zählt nämlich das reine Brutto und nicht dieses Brutto inklusive Zuschläge und Zulagen. Dementsprechend vermute ich, dass wir da wirklich eine riesige Welle auf uns zukommen sehen, die im Moment durch die, ich sag mal vorsichtig, Fixierung auf die Corona, ja, sogenannte Pandemie-Krise, die einfach im Hinblick auf diese ganze Geschichte vollkommen aus dem Fokus der Öffentlichkeit gelangen. Ja, meine Lieben, in dem Sinne werde ich dieses Video jetzt beenden. Ich gebe euch die Artikel, wie gesagt, mit. Ich bitte euch um eure Meinung in den Kommentaren. An die Zuschauer, die das bis hierhin geguckt haben und den Kanal noch nicht abonniert haben, bitte ich, ein Abo dazulassen. Die Glocke bitte aktivieren, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn die neuen Videos kommen. In dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Nachmittag oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Und ja, weigert euch, Feinde zu sein.